Juten, Huhu und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Farmers Dynasty. Yo, Heidi, der Bauernlümmel, ist wieder unterwegs und ich habe herausgefunden, wie man Jurist abbaut. Man soll erst das drücken und dann E. Und tatsächlich geht's nicht. Hallo? Sehr schön. Ich bin B, also geistert. Klasse, klasse, klasse. Jo, so sieht doch das schon viel. Und da hinten sieht es immer noch gut, nicht gut aus. Ich habe deine Wand vergessen. Aber ja. Aber jetzt wissen wir ja. F3 drücken. Und das Ding hinstellen. Ha! Was bin ich ein Fuchs. Das war nicht so clever, aber ich rieche so. Sorry, das war unschön und kommt auch nicht wieder vor. Hallo? Bist du doof? Ein bisschen umständlich, aber wenn es so ist, dann ist es so, wa? So, dann gucken wir mal. F2. Da ist lang. Versuch macht klug. Ich bin klug. K-L-U-K. Eigentlich bin ich ja sehr klug. K-L-U-C-K. Ha. So, F3. E drücken, zack, weg, weg, na, weg. Ja, es funktioniert. Okay. So, dann gehen wir mal rein in das hier Wächshaus. Juten, wie sieht's denn hier aus? Tür zuziehen. So, F2. Der Oliver, der kann auf seine Scheune warten, der kann von mir aus rinhageln. So wie der hier den Bauernhof vom geliebten Opa verkommen hat lassen. Türü, tütü und tralala. Oh, guck mal, da stehen schon ein. Steht schon ein neues Regal oder was auch immer. Da ist Setztische, was auch immer. Man das. Oder wie man das auch immer bezeichnet. Zeugs. Du hast repariert Gewächshaus. Glückwunsch. Deine Nachbarn schätzen deine Arbeit. Du erhältst 3000 Sozialpunkte. Ist ein schönes Deutsch. Du hast repariert Gewächshaus. So,
zu. Tomatensetzlinge. Oh, Kürbissetzlinge. Können wir Kürbisbowle machen mit ganzen Früchten? Melonensetzlinge. Wir können Dirty Dancing nachspielen. Geil. Paprikasetzlinge, Gurkensamen und Chilisamen. Ja. Ich hab hier noch aber zwei. Das sieht mir wie Kürbis aus. Und das sieht aus wie was auch immer. Und warum haben wir keine Kürbisse da, obwohl wir Kürbisse hier haben? Da haben wir auch noch was. Egal. Hallo? Wett, können wir Miss Wett Bäuerin machen. Auf, dass das Zeug gleich wieder rostet. Ich habe aber jetzt keinen blassen Schimmer. Warte, ich hier, aber warte, wir kicken mal. Was können wir denn hier machen? Nichts. Ist ja richtig viel. Gut, okay. Dann haben wir das Ding aber erstmal fertig. Das heißt, wir gehen jetzt unseren Trecker holen. Naja, also sprich, dem vorher noch seine olle Scheune reparieren. Mein Inventar, meine Verfassung, Nahrung 56. Bäh. Ich sag mal, wollen die mich hier veräppeln? Oder für Tomaten? Frisches Nahrungsmittel, schmackhaft. Essen, Apfel. Bin bei 75. Okay. Und Schlaf. Deine Verfassung hängt sowohl vom Essen als auch vom Schlafen ab. Behalte deine Verfassung im Auge und halt dich fit, damit du effektiver arbeiten kannst. Wie effektiver arbeiten? Ich verstehe das nicht. So, wie komme ich denn jetzt hier ins. Huch, ich kann hopsen. Aber hat er nicht was erzählt, ich soll seine Scheune reparieren? Guck, guck. Wir kicken mal unsere Hunde. Schubkarre haben wir schon mal. Oh, eingelegte Gurken haben wir auch. Paprika haben wir auch. Das nehme ich mal an, soll ein Apple sein. Eine wunderbare Grafik. Also verhungern tue ich nicht. Oh, kick mal da Knoblauch. Aber also, das Spiel ist von, wie sind die, 2018 oder so. Hätte man da nicht modellierte Apple machen können? Und nicht so aussieht, als ob da irgendeiner eine Apfeltischdecke drin gepackt hätte. Naja, egal. Zwiebeln haben wir auch. Also wir können uns jetzt zur Not von eingelegten Jurken und Zwiebeln ernähren. Gegen die Landvampire können wir noch.
ein bisschen mit uns mit Knoblauch zur Wehr setzen. Ist ja nicht wahr. Opa, kannst du wieder lebendig werden und mir das hier wieder abnehmen? Man hat schon vorgesorgt. Cool. Willkommen in Ostberlin im Jahre 1970. Das weckt alte Kindheitserinnerungen. Ha! Küchenmöbel aus Zollenroda. Wer kennt's nicht? Benutzen deine Küche. Ich hoffe nicht, dass Opa den gekocht hat, den Eintopf. Der dürfte sonst ein bisschen schwer genießbar sein. Wie sieht's denn hier aus, ey? Oh, aber Balkon. Nee, Terrasse so, ja. Cool. Oh, hier lässt sich's leben. Schön mit Blick auf die Straße. Da vorne Eisdiele oder sowas, cool. Also so ist die Hütte ja nicht verkehrt. Nur die Einrichtung. Die Einrichtung. Mein lieber Herr Gesangsverein. Na gut, wir wollten. Was wollten wir denn? Ach ja, wir wollten. Nicht in die Küche. Da waren wir schon. Hier geht's raus. Ach du Scheiße, ey. Kick dir das Dach an. Kriegst du ja heulen. Ja, aber so, jetzt bin ich da und was soll ich jetzt da machen? Ich drücke jetzt hier mal alle Tasten und gucke nach, ob ich hier irgendwo. Sehr schön. Also so mal so ein Gewächshaus. Ja. Wachsendes Korn, Weizen, Raps. Hundebesitz, nein, Katzenbesitz, nein, Kühenbesitz, nein, ich bin noch nicht verheiratet. Verfügbare Milch, keine. Stroh, 1000 Kilo. Hühnerfutter, 100 Kilo. Mist gelagert. Jo, was soll ich jetzt gerade dazu sagen? Ich hätte ja was auf Lager, aber ich lasse lieber. Mist gelagert, in dem Spiel installiert. Nein, so schlimm ist es nicht. Ist halt nur. Ah, hilf Olivier. Geh auf Olivers Hof und repariere seine Scheune. Nutze die Ingenieuransicht, um zu sehen, welche Bereiche der Scheune repariert werden müssen. Na dann. Auf und dahin. Machen wir mal einen schönen Mittagsspaziergang. Ein Apfelverdauungsspaziergang. Drin, tatsächlich. Weil ich habe ja noch nicht zu fahren, ne? Nee, genau. Nahklaffe. Aber so schön macht, guck mal, die Vögel, die bewegen sich mit Flügelschlag. Siehst du, also nicht nur so starr am Himmel rumschweben. Oh, hier. Cool. Ich latsche durchs Getreide, ich latsche durch die Saat. Hurra, wir verblöden, für uns bezahlt der Staat. Guck mal, sein Hof sieht anders aus. Das ist Suppe. Oh, guck mal hier, Leute. Tag, wer bist du denn? Hey, Schnecke. Hallo, Miss Sprache, Ich Spaten. bin beschäftigt. Blöde Kuh. Hast du deine Aufgabe erledigt? Oh, Sklaventreiber. Das sieht ja aus, ey. Und guck mal, da steht der Trecker. Okay. Ja. Dann wollen wir mal, wa? Uns an die unangenehme Aufgabe machen. Sag mal, ich wollte hier eigentlich auch irgendwo mal hoch. Geht doch. Tralala. Wirst du wohl? MD. Das war falsch.
Cool. Doch, lass mich eh, lass mich durch. Lass mich durch, ich bin Arzt. Ich bin Scheunendoktor. Auch gleich ein Titel für die Folge. Das ist cool. Also ich finde das Spielprinzip ganz lustig. Auch nicht überwiegend, auch nicht überzogen, kompliziert, wenn man es dann weiß, wie man zum Beispiel ein Gerüst abbaut. Aber man kann ja nachlesen, wozu gibt es Onkel Google. Beziehungsweise eben halt auch Versuch macht Klug. Sehr schick. Jetzt zur anderen Seite. Hupala. Fehlt ja irgendwo schon recht, dass ich seine Scheune eher repariere als meine. Hat er ja nicht verdient. Die beschäftigte Emily auch nicht. Schön, dass man repariert ohne. Handwerksmaterial. Die neuen Dächer wohl. Tschüss. Soll das so tun oder soll das so tun? Okay. Das scheint wohl so zu sein. Dann hier nochmal kicken. Und kick mal an eine Hundehütte. Datten. Okay. Was auch immer. Lass mich mal rein. Also hier drin sieht ihr eigentlich alles relativ. Ja, aber das kann doch nicht im Sinne des Erfinders sein, dass hier das ganze Stroh rausfällt. Fällt aber auch nicht. Okay. Ach, geh mal da. Ha! Geh mal da. Okay. Haben wir hier auch noch ein paar Stellen? Ne, hier, wo die Rüst schon steht, da war natürlich nichts. Klasse. Aber egal. So, dann werden wir dasselbige hier hinstellen. Man sollte die Us herstellen. Ja, da komme ich so natürlich nicht ran, das heißt. So. Maurermeister Heidi. Klasse. Dum-di-dum. Dum-di-dum. Oh, ich kann so ehrlich die Taste hier drückt halten, damit das funktioniert. Das finde ich aber toll. So. Repariert. Sehr schön. Ich bin begeistert. Ja, also macht Spaß. Defini. Wo ist denn der Klopskopf? Da.
Sieht gut und solide aus. Danke. Nun, ich habe nicht viel Geld, aber ich habe dir den alten Jack Bear dort drüben versprochen. Er gehört dir. Das sollte reichen, bis du dir einen neuen Traktor leisten kannst. Aber du kannst jetzt zumindest mit der Feldarbeit anfangen. Ja, mein Kapital ist ziemlich gering, aber ich glaube, ich brauche weitere Landmaschinen. Du solltest mit den Menschen reden. Ich bin sicher, dass viele etwas Arbeit für dich haben. Du brauchst einen Pflug und vielleicht eine Sämaschine. Und ich habe bereits eine Ackerfräse auf deinem Hof gesehen. Viel Erfolg bei der Landwirtschaft. Ich werde mich umsehen. Danke. Amen. Darf ich ihm dafür mal in die Fresse hauen? Das erzählen Sie uns. Viel Erfolg bei der Landwirtschaft. So. Trecker fahren. Ich darf ihn überfahren. So, wir fahren dann noch schnell nach Hause. 100 Sozialpunkte. Wiedersehen. Tempomat. Bei dem Vieh. Der hat mir gefallen. Damit ich noch langsamer bin. Wir haben gerade festgestellt, Trecker haben Vorfahrt. Finde ich prima. So, ist überhaupt unser Hof? Das sind hier mal fremde Leute. Oh. Der falsche Hof. So, wir machen mal die Karte. Uff, da muss ich hin. Oh, Schnellreise. Ja, schön. Wieso bin ich gelaufen, wenn hier ein Auto steht? Ach, Heidi. Jetzt würde mich aber mal interessieren, wo der Trecker steht. So, aber die Treckersuche machen wir im nächsten. Okay. Machen wir in der nächsten Folge. Ich sage danke fürs Zusehen und tschüss. Bis zum nächsten Mal.